Teleportersteine. Dann müsste ich zum Ornament. Vielleicht kann ich das ja auch wirklich bloß von der anderen Seite öffnen. Aber mit dem Schlüssel. Dann ist es gut, was Dings gesagt hat über den Teleporterstein in der Nähe von der Taverne zu Toten Habie. Dann könnte ich auf diese Weise zu dem hier kommen. Und ja. Übrigens kann ich euch sagen, es waren nicht die Erbauer, die diese Steintafel, die das Ornament zerbrochen haben. Oh nein, ganz sicher nicht. Es ist dunkel. Es ist dunkel. Ich will hier nicht im Dunkeln rumlaufen, Leute. Ach ja, auch ein nützliches Feature. Ich habe mal Musik eingeschaltet. Ich habe mich sowieso schon immer gewundert, warum ich sie nie drin hatte. Tja, jetzt wissen wir es. Sie ist nämlich mitunter ganz schön anzuhören. Das LP wirkte schon auch ein bisschen fade ohne Musik. Ich schwafel hier viel Unsinn. Okay. Ich muss mich gerade mal nach vorn beugen. Ich kann nämlich absolut nicht. Ich suche dieses eine Bett, was da war mit dem. Wisst ihr noch? Hatten wir auch irgendwo in den letzten Parts gesehen. Dieses Jägerzelt, wo ich dann auch die Pfanne. Ah, da brennt's. Da muss es sein. Wo brennt's denn der her? Natürlich da. Nein, 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 nein. Was? Ratten? Woher? Stirb! Wow, das war überraschend einfach. Laufleder. Ja, wir speichern das. Oh, ich bin gerade mit findlicher Freude, genau, kindlicher Freude bei der Sache. Die Musik, ey. Die habe ich wirklich vermisst. So, Bettchen klein ging allein in den fetten Mansch hinein. Kam dann raus, es war morgens. Ich lass die Fackel. Na, trotzdem an. So. Wir machen jetzt erstmal Fleisch. Ganz schnell. So. So viel es geht. Leute, das wird ein Part voller Fleischbraten. Ich glaube, ihr solltet mal um 5 Minuten vorspulen, weil es kann noch einiges dauern. Naja, so ganz so viel wird es nicht sein. Aber Tatsache ist, ich habe einiges an Fleisch. Wird das denn dadurch überhaupt wirklich gebraten, wenn ich das nur so kurz antitsche? In der Tat. 8 von 27 noch. So. 26. 25. 24. 23. 22. Ach, das Ziel macht mich müde. Ob ich über dem Erdboden noch gut zu hören bin, das frage ich mich ja gerade. Ich sollte generell, wenn ich zurück bei Corinnes bin und vor Laris stehe, müsst ihr mich dran erinnern. Ja, ihr, die das Video sowieso viel später seht. Dass ich dann mal eine kleine, nicht Aufnahmepause, sondern einen Aufnahmestopp anlege, um dann so zu gucken, passt das mit der Stimme so. Ich will nämlich vorher noch die Stimmenlautstärke im Vergleich zur Spiellautstärke in bestimmten Situationen wie Kampf und Gespräche und so weiter testen noch. Also in ein paar Situationen eben. Zusätzlich mit der neuen musikalischen Untermalung, ob meine Stimme denn jetzt zu laut ist oder zu leise. Das ist halt so eine Sache. Kann man immer ganz gut nachgucken. Ihr hört bestimmt die Maus im Hintergrund klicken, weil ich mein Headset ein bisschen aufgedreht habe. Schon wieder ein Erdbeben. Ja, Sache mal, ist denn das? Die Ursache der Erdbeben ist übrigens dieselbe, die das Ornament zerbrochen hat. Möchte ich nur noch mal so sagen. Es ist eine Sache, die wir Jahre später rausfinden. Ihr werdet vielleicht feststellen, dass ich in Zukunft statt Ja immer Jahre sage. Das hat einen bestimmten Grund. Ah, wir sind fertig. Cool. Das ist auch nochmal eine Speicherung wert, weil wir wollen jetzt nicht sterben und das nochmal machen müssen. Wäre ärgerlich. So, mit der Fackel in der Hand bei helllichten Tage wandern wir jetzt zurück in Corinnes Plage. Ach du Schande. Hier war ich in der Tat noch nicht. Die Ratte könnte hier irgendwo rumgelungert haben, in der Tat. Aber die war ach, da hinten. Die wandern aber auch ein bisschen, kann das sein? Muss ich denn gleich an den schwarzen Goblins vorbei? Warum zur Hölle läuft der so? Hab ich gebittert.
Ich bin weg. Ja, genau, hier war die... War sie das denn? Die Weggabelung. Wo zur Hölle kommt der Feldräuber denn schon? Der war doch... Hat Laris den nicht getötet? Sag mir nicht, die sind alle wieder da, diese Viecher. Ach, hey. Ich kriege dich! Der kann mich auch nach riesigen Entfernung treffen. Ich ihn aber auch. Da muss ich drauf aufbauen. Verdammt. Ho, ho, ho. Leute. Da ist nichts zu plündern. Ei. Das verdient auf jeden Fall mal ein bisschen hier. Ein bisschen Wurst. Leute. War das knapp? Oh, das Fleisch ist genauso gut wie die Wurst. Super. Frisst er sich erstmal so viel Wurst in den Wanz. Ich habe übrigens auch wieder im Kopf, wo ich die Wurst her habe, nämlich aus der Truhe, wo ich dieselbige Lederrüstung her habe. Ich habe mir zwischendurch die Aufnahmen nochmal angeguckt. Ja, seit gestern habe ich mir mal meine Aufnahmen angeguckt und alles durchgerendert, was ich so hatte. Außer zwei Parts höchstens. Und ja, deswegen wusste ich auch nicht, war das der Anfang dieser Aufnahmesession ist der Anschluss an die letzte Folge der ersten Aufnahmesession. Bla, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall habe ich mir das dann angeguckt und ja, dementsprechend erschlossen, woher kam denn jetzt diese Wurst? Feuerkraut, das war, glaube ich, ein bisschen seltener. Wir haben einen Feldräuber die Stirn geboten. Knapp, und zwar sehr knapp, aber wir haben es. Und das ohne Hilfe. Wow. Also so langsam machen wir uns. Und das, obwohl wir keine Ausrüstung haben, sondern bloß ein Level-Up im Rücken. Heilkraut ist natürlich super. Und hier, Blauflieder. Wir sammeln einfach mal die Kräuter zwischendurch auf, die wir nicht aufsammeln konnten. Beziehungsweise ich noch nicht wollte, weil wir ja... Weil Laris uns ja im Schlepptau hatten. Hatte. Bla. Ihr wisst es nicht. Ihr kennt es nicht. Vielleicht doch. Wer weiß das schon. Dieses Gefühl, wenn man Gothic spielt. Es ist unbeschreiblich. What the? Ach, Blut und... Mal abgesehen von der Tatsache, dass das Blut da unten so backt. Ist es doch, die Möglichkeit? Sowas nennt man eine Schattenläuferhöhle. Schattenläufer gehören mit zu den stärksten Wesen im ganzen Spiel. Also, wir wollen jetzt bloß nicht darunter. Und da unten ist der Fluss mit den ganzen Heilpflanzen. Ich wusste zur Hölle nochmal, dass ich... Nein, das ist nicht derselbe, oder doch? Wenn man dem Flusslauf folgt, vielleicht. Ihr wisst doch, wo ich die ganzen Heilpflanzen aufgesammelt habe und dann hinterher vermutet habe, wenn ich weitergehe, komme ich zu einer Schattenläufer. Was? Ach du! Eine Ratte. Zwei Ratten. Drei? Nicht schon wieder. Ich habe nicht gespeichert. Dann werde ich mich hochheilen müssen gleich. Wow. Vergesst das mit dem Heilen mal ganz schnell. Was zur? Ja, nein, vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Was denn nun? Leute, ich glaube, die Ratten haben einen Hänger. Nun, das kann ich für mich nutzen. Nur noch eine Wurst. Oh, die Musik. Und dann fressen sie ihren Kollegen wieder. Kann es sein, in dem Stein können sie mich nicht erwischen? Probieren wir es doch mal aus. Okay, es war wohl bloß was Vorübergehendes. Gut, eine down. Den hauen wir auch noch drauf. So. Dass wir das noch so schaffen? Hat sich eigentlich nicht so wirklich gelohnt, nur die Erfahrungspunkte höchst. Aber insgesamt haben wir so viel Wurst verklatscht, dass das Fleisch da auch nichts mehr wegmacht. Aber die ganzen Heilpflanzen, Leute, wir haben ein Lager gefunden. Oh, na gut, das lohnt sich dann eher. Weil aus Heilpflanzen kann man Heiltränke brauen. Und Heiltränke sind, wie ihr wisst, 50 Lebensenergie auf Füller. Und die werden wir auch noch brauchen, oh Gott. Spätestens, wenn wir ins Minental gehen. Oh, ich neige jetzt schon wieder zu spoilern. Aber das gehört dazu. Das sind für mich eher Erinnerungen als freudige Erwartungen. Und zwar nicht unbedingt die besten, weil es ziemlich schwer ist, vor allen Dingen in der Nacht des Raben-Version. Ist,
Auch ein Grund, warum es so schwer ist, hier für mich Fuß zu fassen, weil Nacht des Raben einfach viel schwerer ist als Gothic 2. Denn das, was wir hier machen mit den Wassermagiern und so, gab's in der normalen Version von Gothic 2 nicht. Das ist Nacht des Raben exklusiv. Und wenn man dort eben Erfahrung bekommt und so weiter, haben sie dann das Schwierigkeitsniveau im Grunde nochmal ein bisschen aufgewertet, indem sie einfach alles ein bisschen schwerer gemacht haben. Leute, muss ich jetzt Angst haben? Oh Gott, Heiltränke. Oder andere. In jedem Fall aber Tränke. Wie konnte ich das denn übersehen? Naja, ein Glück, dass wir es jetzt nicht haben. So. Aber warum? Da unten sind wieder Heiltränke. Pflanzen. Und da geht es dann auch zu Dings, zum Weg wieder zurück. Was war das denn? Ach, hey. Spruchrolle und Langschwert. Langschwert ist ein bisschen besser. Trank. Ach, hey. Ich krieg wieder mein komisches Angstgefühl. Das Langschwert ist ein bisschen anspruchsvoller, damit meine ich, das werden wir noch behalten, weil guckt euch das an, 85, 85. Das ist dann schon eher die traditionelle Waffe der Paladine, die dann nochmal ein bisschen stärker sind als wir. Und mit ein bisschen meine ich, das sind Welten, die dazwischen liegen. Komm ich hier denn runter? Mann, du Eule, du nicht existier, die du nicht existierst, sondern bloß als Sound-WF-Datei oder was auch immer. Okay. Was? Leute, habe ich mich nicht voll gehalten nach den Ratten? Nee, davor. Stimmt, das war der Schaden, den ich durch sie noch mit eingesteckt habe hinterher. Mitten im Kampf. Okay. Aber die Heilpflanzen machen das Ganze wieder wett. Herr Kräutersammler. Und da ist dieses Lager. Und, der Fluss, den ich meinte, wo ich die ganzen Heilpflanzen eingesammelt habe. Genau, was ich ja eben noch angesprochen hatte. Für euch war es vielleicht sogar schon im letzten Part, je nachdem, wie ich schneide. Gut. Also, wir sollten bald schon bei der Taverne zur Toten Harpie sein. Will ich doch mal meinen und, frohlockend anmerken. Na, hier liegen leider keine Gaben. Hier sind wohl nicht sehr oft Wanderer unterwegs. Und dann gibt's hier auch noch die Banditen von dem einfahrenden Händler, der seine gesamte Mannschaft und so weiter verloren hat. Und die Mullerat-Höhle direkt darunter. Die Mullerat-Höhle hört sich dann noch ein bisschen interessanter an in meinen Ohren. Die Banditen jetzt nicht so. Und dabei möchte ich mal anmerken, wie wunderschön und majestätisch das Feuer neben meiner leuchtenden Fackel hinhergleitet. Ach, ist das nicht ein wunderschönes Zusammenspiel von Fackel und, ja, im Prinzip schwebt da einfach nur eine Feuersäule neben mir her. Nee, die Mannertöle, meine ich, die Banditen werden noch ein bisschen zu schwer sein, weil die haben auch Pfeil und Bogen und es sind viele. Also es sind wirklich nicht wenige. Da kann ich dem einen, der überfallen wurde, keinen Vorwurf machen. Hier war ein Wolf, ich hab's gehört.